weiter geht's. Moment, kurz die Uhr neu stellen. Zack, zack, zack. Schön. Ein Hebel, natürlich. Stimmt, das Chor ist eine riesengroße Maschine. Dann kann es auch noch ein paar Hebel geben. Mit einem komischen gelben Zapfen in der Mitte. So, was bringt das jetzt? Position. Lass mich raten, wenn ich den anderen Weg gehe, den anderen Pfad, schiebt sich das andere Helgaki auch noch in Position und dann können wir endlich zum Endgegner kommen. Na endlich. So, also auf den Weg zurück zum anderen Pfad. Einfach durchlaufen, immer geradeaus und dann nochmal nach rechts oben, wo dann wiederum ein Hebel auf uns warten dürfte. So, eine Plattform. Ganz schön. Eine weitere Plattform ist ein bisschen schimmlig hier oben aus. Da sah ein Brot schon öfter aus, war nicht besonders lecker. Und wieder 4 Assassinen. Genau baugleich wie das andere Ding. Komm, ich mach einfach wieder. Lass mal ganz 2 aufrüsten. Letztendlich kommst du auch gleich raus, oder? Zack. Einer ist weg. Einer ist getarnt. Hätte man nicht verhindern können. Erwählte oder sowas. Oder noch ein paar Assassinen. Erstmal 3 Assassinen brauchen wir, glaube ich, noch. Wieder angefahren kommt mit einer komischen Plattform. Tatsächlich Bam Bam und 2 erwählt. Wobei die Assassinen natürlich auch erwählt sind, das ist wesentlich verheimlich. Das ist auch schön, wie wir so warten, während die auf uns zukommen. Ich wäre schlecht gegangen, bis die darüber gefahren sind. Aber gut. Jetzt rein. Beide. Gut. Du hast nur einen getroffen. Dementsprechend auch nur einen getötet. Das ist schade. Ah, das werden wir hinkriegen. Feier. Komm. Wilde blauhaarige Bestie in Furie. Ja. Unspektakulärer Kampf. Und wieder ein Hebel. Woraufhin wahrscheinlich wieder auf höchst unspektakuläre Art eine weitere Helga-Plattform heran. Fährt und uns den Weg frei macht zum Endkampf. Offen. Ah, das war nicht der Endkampf, da kommt noch ein Bam Bam vorher. Na gut, sei es drum. Auch den werden wir flippen. Ja, schön. Wundervoll. Na, wo ist es denn? Ja. Schön. Hallo Bam Bam. Speichern. Das hier, dort und jenes auch noch. Weil ich das letzte Kampf irgendwie scheitert oder es irgendwie. Maya geht gerade tierisch ab. Ich das letzte Kampf, dass ich irgendwie. Den ich besiege. Das wäre ein bisschen uncool. Ja. Ah ja, jetzt ziehen sie sich zurück. Vieh. Toll, allein mit diesem blöden Vieh auf der Plattform. Ja, ich habe von hinten aus beschossen, verdammt nochmal. Was für lustige kleine Tentakel. Ja, du schwimmst auch weg, natürlich. Kleines Vieh. Das ist eine Falle hier.
Marduks Leben. Das Vieh hat dieselben Krallen wie die, die wir im Dorf gefunden haben. Tja, damit das wohl dieser komische Feuergott sein oder sowas. Oder dieses Vieh, was in der Lava lebt. Und da es in der Lava lebt... Oh. Da es in der Lava lebt, werde ich gleich mal jedem einen Feuerschild geben. Das erscheint mir irgendwie sinnvoll. Eine Feuerbarriere meine ich nicht. Schönes Bogen. Wie ist der Drop? Das war bei jedem Zauber. Das war Feuer. Das war auf alle. Das war auf alle meinen. Ja, Leute. Kann nicht schaden. So, mal ganz kurz gucken, ob das funktioniert mit einem normalen Dreierangriff. Zack. Schaden, naja, spektakulär ist anders. Probier es gleich mal mit dem Wasserzauber aus, glaube ich. 49 Punkte Schaden sind wahnsinnig viel. Ein Wasserzauber. Das scheint mir irgendwie geboten zu sein. Feuer wird wahrscheinlich nicht wahnsinnig viel helfen gegen dich. 22, naja, ist noch nicht so doll gewesen. Und 70, immerhin. Im Vergleich zu den anderen zumindest. Ah ja, du hast den Feuerzauber. Das kommt bei jeder ja richtig ab. Nur dass du kaum Schaden machst. Ha! Guckst du? Okay, was kann man noch machen? Ja, noch Marduk oder sowas, ne? Oder Bowman, immer Bowman. Warte mal. Was Schöneres. Ihre Ordnung. Wiederbeleben. Da. Wundersee, was man das sein mag. Langsamkeitszauber, ja, später. Deswegen konnte man Bowman. Kombinieren. Aber nicht, dann einfach so auf dich. Wenn das nicht ordentliches bringt, dann bleibe ich bei. Dann bleibe ich bei normal. Und wie viel Schaden macht's? Puff, 32. Naja, kann ich auch bei normal angucken fast bleiben. Zumal die Animation ewig lang ist. Was ich ja machen könnte, wäre, dich zu verlangsamen, mein Freund. Dann gehst du mir die ganze Zeit auf die Ketten mit deinem Mist. Das. Verlangsamen. Langsam. Ja, schön. Dann hast du erstmal so eine Chorrune. Wenn du nicht genug Mana hast. So ein bisschen Chor. Ja. Also bis jetzt ist der Kampf wirklich sehr unspektakulär. Ich will fast sagen, langweilig. Einfach den verdammt langen Weg, den wir bis dahin zurückgelegt haben. So, Schicksalskarte jetzt aber. Verlangsamen. Langsamkeitszauber auf dich. Und zwar scheinbar nur auf den Kopf. Aber bitte. Ja, hat da total gut funktioniert. Naja, 8 Punkte Schaden ist mir echt ziemlich egal. Wenn es weitergeht, werde ich bis zum Ende des Kampfes kein einziges Heil-Item einsetzen müssen. Auf dich nochmal. Wir haben wahrscheinlich 10.000. Was ich ewig oft angreifen muss. 200 Mal dementsprechend. Dass es in der Lava leben kann, kann es für die Sachen gar nicht fahren. Was kommt jetzt? Das sah ein bisschen heftiger aus. Wieder einmal bin ich froh, meinen Feuerwehrzauber zu haben. Oh, er ist nicht mehr langsam, das hat sich ja echt gelohnt. Warum wir eigentlich dieses Monster platt machen. Ich meine, ich gehe jetzt gefühlt so stundenlang durch diesen Dschungel gelaufen, durch dieses ganze Labyrinth-System gelaufen. Hier haben 10.000 Türen, Schalter betätigt. Ich weiß aber gar nicht mehr, was eigentlich das Problem mit dem Vieh war, dass es hier drin lebt. Ich habe auch relativ frequentiert. Ach nee, warte mal, hat das Dorf platt gemacht von den Ureinwohnern. Von Zertern sind immer ja, das ist mal gut. Das ist wie bei den Kralle auch. Ah ja.
Gut. Schönes Gesetz hier an solchen Kram. War es das jetzt? Nee, war es noch nicht. Oder? Nee, war es noch nicht. Funktioniert nicht. Jetzt aber. Kommt ein bisschen in den roten Bereich. Ja! Das klang nach Siegesmusik. 6.900 Erfahrungspunkte. Meier erreicht Level 32 und wir kriegen relativ wenig Gold, muss ich mal sagen. 5.400. Okay, ich muss gerade rein oder sowas. Können wir vielleicht auch was schöner machen? Eine Spiegel-Schicksalskarte. Jetzt bin ich wieder angeschissen hier, Penner, ja, ist klar. Ich hoffe doch nicht, dass ich jetzt den ganzen Kram, den ganzen Weg jetzt zurücklaufen muss. Okay. Es geht also doch noch ein bisschen weiter nach links und nach rechts, von hinten kamen wir, ja? Oh Gott, müsste die Animation jetzt nicht abbrechen? Ja, man kann es abbrechen, Mensch! Wunderbar. Dann nach links. Oh, wir können irgendwann nach oben noch ein Stückchen weiter. Warte mal, du brauchst ein Brot. Zwei, du kriegst auch nochmal ein Brot und du kriegst auch ein Brot, ausnahmsweise mal. Oh mein Gott, ich hoffe mal, dass es jetzt echt mal ein bisschen schneller vonstatten geht. Dieser Kampf eben war wirklich schon zack langweilig. Ist nach links oben, ist halt nicht nach links oben, ist nach rechts oben. Ich will's, lass mich mal wieder irgendwelche erwähnen, die ganze Zeit da gesessen haben, gewartet haben. Wer in den Kampf gewinnt jetzt, dieses komische Drecksvieh oder wir, wir haben natürlich auch besiegt, weil das Ding einfach nur wahnsinnig schwach war. Und auch nicht besonders schön, muss man sagen, die Schönheit obsiegt ja immer. Okay, Bam Bam, kann man nicht umgehen? Natürlich nicht. Kaum sage ich es, ist auch schon wieder da. Ach, verdammten Tarn. Und der Verlangsamung. Ich hasse das. Komm, das. Jetzt schon mal den Bammern hier ein bisschen kletten oder versuchen zumindest. Oha. Das ist mir gar nicht mehr nett von hier. Fassen wir den kleinen Gefahrten nicht. Nee, hey, kriegt er nicht. Ach stimmt ja, die greifen immer A rein, weil sie von ihm. Vielleicht weil sie ihresgleichen unter ihm, in ihm sehen. Das muss von nicht her. Komm, irgendwann treffe ich bestimmt schon. Lalalala. Wir haben ganz schön dünnen Rücken, wenn wir gerade so auf diese AW von hier. Wenn du denkst, was eine Rüstung dran ist, die zwar angewachsen ist, aber trotz alledem ist sie da. Wir haben kaum Rüstung. Dann kommt es schon. Ach, verdammt. Jetzt! Ha! Wunderschön! Ich weiß, außer mal natürlich. Die immer für Scheunendrescher. Ach stimmt, jetzt sind wir wieder so eine Periode von völlig sinnlosen Kämpfen. So. Natürlich war ich gleich auf 3 aufgerüstet und wartet. Weil ich so schrecklich ungeduldig bin. Aber du bist halt auch nicht schon. Das ist der nächste Gegner. Nicht der Gegner, nicht der Gegner. Für einen Superkampf hat total aufgehalten jetzt. Also zeitlich schon, aber nicht von der Kraft her, von den Fähigkeiten, die die so haben. Oh Gott, noch ein Hebel, ey. Die sind doch alle bekloppt hier bei den Mercury Studios. Was haben die nur mit ihren beknackten Hebeln, ey? Schön ein Helga-Pferd da hinten. Das ist irre. Ah ja, und da sind ja die erste Hälfte von so einer verdammten Brücke, das ist doch nicht wahr. Ey, das ist doch einfach nicht wahr. Das ist doch einfach nur beschiss Umzeit. Also gerade ja, auf dem Weg komplett unmal so ein kleiner, also auf dem Weg zur nächsten Brücke kommt noch ein Kampf. Ja, natürlich, sag ich doch. Drei Assassinen, einfach so um mich zu nerven. So, einfach so um euch zu nerven. Ein oder zwei von euch. So, dich.
Letzte wahrscheinlich einen Scheiß macht, wahrscheinlich sich tarnen. Nein, wird er nicht. Ach, dann bist du wohl tot, mein Freund. Der Geheimnisverrat. Du bist gar nicht mein Freund. Hi. Fein Stabchen gemacht. So, gibt es hier links noch irgendwas Schönes? Vielleicht ein Container oder sowas? Nein, natürlich nicht. Weil dieser Level ist insgesamt relativ unspektakulär. Wie ihr bereits schon gemerkt habt, es gibt einfach nur Kämpfe, Brücken, Schalter und Türen. Also jetzt nach links. Schaffst du es diesmal, Maya? Geh darüber. Okay, wohin gehst du jetzt? Ich habe nur noch links oben geklickt. Ich bin mir sehr gespannt, wo sie lang läuft. Ah, sie geht nirgendwo lang, sondern bleibt einfach dumm stehen. So, müssen wir also praktisch direkt leiten. Und zwar direkt im nächsten Kampf leiten mit drei Assassinen. Naja. Das müsste eigentlich wieder ein nerviger Kampf werden, eigentlich, weil wir als Heilkampf das ist ganz nett. Und der andere ist relativ nervig, weil die sich irgendwie tarnen oder sowas. Es gibt vielleicht nur Heiler übrig, um sich zu tarnen. Und nee, keine Tarnung, nur Verlangsamung. Ja, das ist selbst schuld, würde ich sagen. Ich werde mich tarnen dann mal direkt abhauen, glaube ich. Das sei natürlich bei Du verfehlt. Weil er nicht kann. Fein. Gut, und auf zum nächsten Zipfelchen. Ich glaube wirklich nicht, dass wir den Endkampf oder sowas, was da jetzt noch kommen mag, noch in dieser Folge absolvieren können. Also, ich sehe ja, dass wir es nicht können. Das geht jetzt etwa 20 Minuten lang und das ist also jetzt den letzten Hebel und dann. Das ist mal für, oh, das Bild für heute. Noch mal drauf. Und alright, ja. So ist das. Ja, wieder ein bisschen Ressourcen. Ist ja momentan eigentlich ziemlich egal. Ressourcen haben wir relativ viel. Ich will eigentlich nur hier durch diesen blöden Match. Oh, verdammt, ich dachte wirklich, dass wir jetzt irgendwie den entkommen können. Das können wir aber nicht, weil wir zu doof sind. Also ich bin zu doof. Gut, ist ja gut. So, einmal drei auf dich. Dann ein Zweier von Badu auf dich. Und zuletzt ein Dreier von Maya auf dich. Ja, Kling und wo ist der letzte Hebel? Also ich hoffe, dass der letzte Hebel ist. Da ist er. Zieh den Hebel, Maya, zieh den Hebel. Und Helga Nummer 1 schwebt heran. Oh, Gen. Und die Brücke schließt sich vollständig. Ja, total spannend. Ich kurz meinen letzten Kampf hier mit auf dieser Plattform. Na, kein Kampf? Tatsächlich nicht. Na gut, dann werdet ihr in der nächsten Folge sehen, was ich in dem letzten Zipfel, der wirklich, also beim besten Willen, sehr fallusartig aussieht, der nördlichste Zipfel, ja, was sich da verbirgt, das werdet ihr, wie gesagt, zu sagen, in der nächsten Folge sehen. Bis denn dann. Ciao, tschüss.